Der Möbelmaler Fan-Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm. Größte Auswahl, kleinster Preis, Möbelmaler. Und er findet den Weg zu uns. Herzlich willkommen, Isaiah Fillmore. Das ist die Schuhgröße ist meine Lieblingsfrage, die hebe ich mir bis zum Schluss auf. So. Ja, bist du ausgemacht. Ja, Entschuldigung. Ja. So, Technik, die begeistert. Also ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum heutigen Spiel. Genau so wollen wir euch natürlich spielen sehen. Technisch fast einwandfrei, super fit. Tolle Defense heute gehabt. Wann ist der Knoten geplatzt seit vorgestern? Keine Ahnung. Es ist einfach nur, irgendwie haben wir es hingeschafft. Weißt du, vor dem Spiel waren wir ein bisschen locker. Und ich finde, als wir in Bonn gespielt haben, waren wir zu ernst. Okay. Ja, weil wenn man es manchmal zu ernst nimmt, dann nach jedem Fehler, dann ist man so böse, nicht aufeinander, aber auf sich selbst. Und heute hat man gesehen, wir wollten das richtige Ding machen, aber wenn es nicht geklappt hat, war es okay, dann waren wir nur zum nächsten Spiel gegangen. Also frei nach dem Motto, Spaß gewinnt, das Motto der diesjährigen Playoffs hat also funktioniert. Ja. Das entscheidende Spiel wird nun aber auswärts in Bonn sein. Was glaubst du, wird das nochmal für eine Wirkung haben? Ich würde sagen, in der zweiten Hälfte von der Saison haben wir besser in Auswärtsspielen gespielt. Also müssen wir das gleiche Ding machen am Mittwoch dann gegen Bamberg. Wir haben ja heute gesehen, wie es geht, also sollte das ja kein Problem sein für euch. Den Gegner kennt ihr doch in- und auswendig jetzt, oder? Nach 5 Spielen jetzt hintereinander? Ja, wir gucken immer noch Filme und so, aber die kennt man schon. Mir ist aufgefallen, bei allem Spaß, den ihr anscheinend beim Spiel habt, ihr verabschiedet euch nicht mehr von den Fans, nicht mehr hier in der Halle. Warum nicht? Seid ihr so platt, dass ihr einfach raus müsst in die Kabine? Ihr geht einfach vom Feld. Ja. Na, wenigstens mal winken vielleicht oder hey, danke Fans. Machen wir ja auch. Wir klatschen ja. Ja, ich glaube die meisten Fans, ja. Empörung in der ersten Reihe, die meisten Fans strengen sich doch ein bisschen mehr an als nur klatschen. Ich glaube die Playoffs sind für euch auch relativ anstrengend, oder? Ja, aber wir dürfen nicht zu viel Spaß haben. Muss doch ernst sein. Also nach dem Spiel klatschen für die Fans und raus. Ja, nicht ein bisschen Humba-Humba? Nee, muss so sein. Wir haben noch gar nichts gemacht. Das ist jetzt nur Spiel Nummer 5 am Mittwoch. Wir haben gar nichts gemacht. Also ich höre da zwischen den Zeilen ein Versprechen. Wenn ihr am Mittwoch gewinnt, dann wird gefeiert und zwar richtig. Mit was? Mit Ausziehen. Ja gut, von mir aus. Wäre okay. Wird gefeiert, aber nicht mit Ausziehen. Okay. Würde ich sagen. Das sehen wir ja dann. Das ist für dich die erste Profisaison und dann gleich mal in die Playoffs. Wie ist das für dich? Wie fühlt sich das an? Mein College war auch gut im Basketball und wir sind zum Turnier gegangen. Also es ist nicht, das ist gut, aber es ist nicht sowas, das ich nie gesehen habe. Ich habe im Madison Square Garden gespielt. Okay. Und das hält so viele von tausende Leute, also, aber die Atmosphäre ist sehr gut, würde ich sagen, von den Fans. Ja. Wir lieben die Fans. Du bist bekannt dafür, dass du auf dem Platz immer wirklich 100% gibst, schweißgebadet, zum Teil vom Feld gehst. Woher nimmst du die Kraft jetzt für die Offseason, da auch immer noch mit 100% dabei zu sein? Als erstes, wenn ich nach Hause komme, mache ich für 2 Wochen gar nichts. Damit mein Körper sich ein bisschen ausruhen kann, weil das ist eine lange Saison. Und danach habe ich einen Trainer, der ist sehr gut mit der NBA. Und dann geht's los, ganz einfach, jeden Tag, vielleicht 2 Stunden. Und dann komme ich nächstes Jahr besser zurück. Aber noch sind die Playoffs nicht zu Ende. Woher nimmst du die Kraft, um jetzt noch durchzuhalten, die nächsten Spiele? Kommen ja noch einige. Das ist einfach nur da. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Das ist einfach nur da. Es ist die Jugend, ja, die da aus ihm spricht. Er hat einfach Kraft ohne Ende. So jung bin ich nicht.
Was machst du denn generell nach so einem Spiel wie heute, was sehr anstrengend war, aber was natürlich auch ein tolles Spiel war, hochgewonnen, um dann runterzukommen zu Hause? Ich gehe nur und lege mich auf die Couch, esse was. Das ist alles. Naschen ein bisschen, Fernseher gucken, das ist alles. Das ist das Geheimrezept, woher deine Kraft kommt? Ja. Bisschen naschen, bisschen Fernsehen gucken auf der Couch, richtig geil. Ja, richtig. Danke für geil. Den Tipp. Ja. Für mich wirkt's. Nee, ich habe das schon probiert, geht nicht. Es heißt, dass du ein Familienmensch bist, du bist mit deiner Familie auch in Amerika sehr oft umgezogen. Wie ist das jetzt für dich, wo du so weit weg bist von deiner Mutter und deinen Geschwistern? Die sind, glaube ich, noch in den Staaten, oder? Ja, das ist sehr schwer für mich, wegen meinem kleinen Bruder, der ist, ich glaube, 10 jetzt und 11, der ist 11 geworden im Dezember. Entschuldigung. Danke. Wir sind sehr nah. Den sehe ich mehr als meinen Sohn, als mein kleiner Bruder, weil ich war schon 15, als er geboren war. Aber das mache ich auch hier für die Familie, also muss ich machen, das ist mein Job. Deine Verlobte soll auch ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Familie haben. Wo lebt sie eigentlich? Sie lebt in Kalifornien, Los Angeles. Okay. Man sieht euch aber trotzdem sehr häufig zusammen. Ist sie häufig in Ulm und begleitet dich? Ja, die wohnt hier mit mir. Sie wohnt mit mir also. Ah, das war die Frage. Okay, sie lebt inzwischen auch in Ulm. Ja. Sie kommt aber aus Kalifornien. Sie kommt aus Kalifornien, aber natürlich wohnt sie mit mir. Natürlich, Entschuldigung. Sie begleitet dich? Nee, sie bleibt in Los Angeles und ich spiele hier und wir sind verlobt. Ja. Soll Paare geben, die das aushalten können? Du gehörst nicht dazu. Bist du das eifersüchtig? Mach ich nicht. Nee, ich bin nicht eifersüchtig, aber das geht einfach nicht. Sie begleitet ja, ich dich? Ich sag gar nichts mehr. Du weißt genau, was es ist, aber ich sag nichts. Ich bin nicht eifersüchtig. Sie begleitet dich sehr häufig zu den Spielen oder zu anderen Events. Bist du auch mal bei ihr dabei, wenn sie irgendwo eine Show hat? Sie ist ja Model. Nicht wirklich, weil ich habe immer was mit Basketball. Im Sommer trainiere ich zu hart und dann da versuche ich meine Sachen zu machen. Dann muss ich besser werden, da kann ich nicht einfach nur irgendwo hinfliegen und da für eine Woche bleiben. Ansonsten habe ich die nächste Saison nicht eine gute Saison. Und jetzt, wenn die Saison anfängt und die hat ihr Zeug, bin ich hier. Also es ist sehr schwer für mich, aber sie weiß, dass ich sie unterstütze. Sie spielt leidenschaftlich gerne Volleyball, habe ich gelesen. Hast du das auch mal ausprobiert? Nee. Nee. Ich weiß jetzt, Volleyball ist eine sehr ernstzunehmende Sportart. Ich weiß nicht, was daran witzig ist. Ich habe nicht, nur für mich, das geht nicht. Ich habe Fußball gespielt, als ich jünger war, weil ich in Frankfurt gewohnt habe. Und dann, als ich zu groß gewachsen bin, habe ich dann Basketball gespielt. Das ist alles. Vielleicht du bist zu groß zum Fußballspielen gewesen. Ja, dann ist man ein bisschen langsamer geworden und dann, es ging einfach nicht. Basketball war viel einfacher dann. Du hast sehr spät, hast du gerade gesagt, erst angefangen mit dem Basketball mit 15. Mit 16. Hat das Auswirkungen irgendwie sportlich auf dich? Also ich meine, viele fangen ja sehr viel früher an mit dem Basketball, vielleicht schon mit 7, 8 Jahren. Ja, ich würde sagen, ich wünsche, dass ich früher angefangen hätte, das ernst zu nehmen und mit irgendeinem Team zu spielen, aber es hat alles geklappt. Also es geht. Auf dem Platz giltst du als absoluter Kämpfer. Gibt es irgendetwas, was du nicht kannst und dich auch nicht besonders anstrengst, das zu können? Auf dem Feld? Oder? Nein, oder? Eben nicht auf dem Feld. Sag jetzt nicht kochen. Kochen kann ich. Ah? Ich kann kochen. Gut. Muss man lernen. Weil wenn die Frau nicht da ist, muss ich kochen. Ich habe von Kollegen von dir gehört, die einfach in die Pizzeria gegenüber gehen. Und das häufiger. Will ich nicht machen. Gut. Ich esse ein bisschen gesünder. Ja. Na, gibt es etwas, was du gar nicht kannst? Was ist deine größte Schwäche? Fragen wir mal so rum. Ich kann lesen, aber ich hasse zu lesen. Bücher lesen geht nicht bei mir. Okay. Ganz einfach. Will ich nicht. Kein Bock. Okay.
auch eine Aussage. Du bist, du hast die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft, hast eine deutsche Mutter, bist aber, hast ja sehr lange in den USA gelebt. Hast du dich inzwischen daran gewöhnt, wieder Deutsch zu sprechen? Im Team sprecht ihr natürlich Englisch, aber... Ja, mein Stiefvater ist genau hier drüben und wir sind von Deutschland weggegangen, aber im Haus gab es nur Deutsch. Okay. Sobald ich von der Schule, ich muss dann Englisch lernen in der dritten Klasse. Und jeden Tag, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann war es gleich wieder Deutsch. Und so ist es immer noch, wenn ich nach Hause gehe. Wenn ich reinkomme und mit ihr Englisch spreche, versteht sie mich nicht, sagt sie. Also das ist ganz normal für dich mit, ja, dem, mit, ja, dem Deutschen? Ja. Wie sieht es mit dem Schwäbischen aus? Ach. Na. Nee, das geht nicht. Das geht, du kannst nicht. Es ruhig sagen, mir geht es ganz ähnlich und wir sind hier unter uns. Okay, gut. Sehr gut. Das geht nicht, überhaupt nicht. Schwäbisch habe ich versucht, aber das ist meine Schwäche. Noch gut. Eine Schwäche. Ja, das lernen wir auch. Ja, noch genau. Alles. Ja, versuchen die schon. Ich bin seit 5 Jahren hier. Geht es nichts. Geht nicht. Ja. Es geht nicht. Kurz vor deinem Umzug nach Deutschland hast du gesagt, dass du dich auf Spaghetti, Eis und Döner freuen würdest. Gibt es denn jetzt irgendwas, was du vermisst? Peanut Butter? Nicht wirklich, weil mein Stiefvater, der ist in der Armee, also wenn ich was will, gehe ich dahin und da esse ich es da. Also alles gut, alles klappt. Du bist super versorgt mit amerikanischem Essen? Ja. Sehr schön. Neben der Schuhgröße, eine der beliebtesten Fragen, die, vielleicht hebe ich mir die auch noch auf. Wie sieht es mit dir mit schwäbischem Essen aus? Linsen, Spätzle, Spätzle, liebe ich. Linsen, aber Spätzle. Das lernst du noch. So, wie sieht es denn aus mit euren Fragen an Isaiah Fillmore? Zip. Was sind deine Lieblingsplätze in Ulm? Meine Lieblingsplätze? Ha. Sofa ist kein Platz. Ja, 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 danke. Das wollte ich sagen. Ich mag nur ein bisschen unten beim Münster rumlaufen. Nichts Besonderes, vielleicht zum Kino gehen. Ansonsten bin ich wirklich im Haus, weil wir trainieren so hart und so, da will man wirklich von den Beinen, da bin ich auf dem Sofa, genauso wie jetzt, irgendwie so, und guck Fernseher. Weitere Fragen? Es ist natürlich nicht der letzte Fan-Talk des Jahres, ist ja klar, aber es ist vielleicht der letzte Fan-Talk mit Isaiah für diese Saison. Hallo? Na, danke schön. Auf die Jugend ist immer Verlass. Mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland gekommen? Ich glaube, ich war 2 Monate alt. Oh. Ja. Und dann bist du wann wieder zurückgegangen in die USA? Nach der dritten Klasse. Und dann bis vor einem Jahr im Prinzip warst du dann da? Ja, dann war ich glaube, 8 Jahre war ich dann nicht mehr hier. Und jetzt bin ich wieder gekommen. Für Ulm. Was uns alle sehr freut, na guck mal. Wie stehen die Chancen, dass du in Ulm bleibst? Das muss man alles sehen. Ich weiß nicht, das kann ich nicht beantworten. Ich habe 1+1, aber da müssen wir sehen, was losgeht, was abgeht, wenn die Saison fertig ist. An dieser Stelle müsstest du jetzt sagen, was du bestimmt gerade vorhattest, dass du wahnsinnig gerne in Ulm bleiben möchtest. Will ich, aber... Ah. Ja, genau. Hattet ihr eine Frage zusammen oder war hier noch eine zweite? Oh. Immer wird Mutti vorgeschickt. Machst du in deiner Freizeit auch Sport, außer Basketball? Nee, gar nichts. Ein bisschen rumlaufen, das ist alles. Nichts extra. Ich bin zu fertig. Ich bin ein bisschen beruhigt, dass du anscheinend doch nicht Kräfte bis zum Ende hast. Unendliche Kräfte, wollte ich sagen. Ich bin nicht Superman. Welches ist deine Lieblingsmannschaft bei der NBA und welcher Spieler auch? Wer meint das? Lieblingsmannschaft, die Cavaliers. Lieblingsspieler, LeBron James. Ich habe ihn einmal getroffen in Vegas, also danach war er mein Lieblingsspieler.
Warum? Weil du gewonnen hast gegen ihn? In Vegas? Ja, kann man sagen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe ihn nur einmal getroffen, weil wir mein Sommerteam spielt in Vegas und manchmal kommen die und gucken zu, weil die sind auch da. Und da habe ich einmal getroffen, ihn und Chris Paul, und ja, die mag ich sehr gern. Die sind sehr gute Leute und das mag ich am meisten. Spielst du irgendetwas, Poker, Blackjack, was weiß ich, was man so spielt? Wir haben mit Martin neulich drüber gesprochen, deshalb, wenn du in Vegas warst. Nee, mache ich gar nichts. Nee, geht nicht, habe ich versucht, aber... Guck mal, haben wir schon die dritte Schwäche. Wir arbeiten uns langsam vor. Ja, gut. Nee. Gibt es noch weitere Fragen von euch an Isaiah Fillmore? Dann würde ich sagen, entlassen wir ihn auf sein eigenes Sofa, das natürlich viel bequemer ist als unseres hier. Danke. Vielen Dank, dass du heute da warst. Isaiah Fillmore. Der Möbelmaler Fan Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm.